Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden. Herzlich willkommen, mein Name ist Simeon Kramer und das sind die Themen am Montag. Viele Corona-Infizierte mit Migrationshintergrund in Waiblingen. Laut Oberbürgermeister Andreas Hesky haben zwischen 60% und 90% der täglich Neuinfizierten in Waiblingen einen Migrationshintergrund. Daher stelle er sich die Frage, ob die Corona-Maßnahmen wirklich bei allen angekommen seien, auch aufgrund der sprachlichen Barrieren. In der Hoffnung, die Corona-Bestimmungen besser vermitteln zu können, hat Hesky den städtischen Integrationsrat und die ausländischen Vereine um Hilfe gebeten. Seit einigen Tagen sind die Corona-Maßnahmen zudem in 7 Sprachen auf der Homepage der Stadt Waiblingen zu finden. Kostenlose Corona-Schnelltests für Klinikbesucher. Die Remsmoor-Kliniken wollen bestimmten Patientengruppen weiterhin Besuche von Angehörigen ermöglichen. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, erhalten Besucher von stationären Patienten ab Mittwoch, den 25. November, vorab einen kostenlosen Corona-Schnelltest. Die Regelung gilt für Patienten, für die ein persönlicher Kontakt sehr wichtig ist, etwa bei Kindern, schwangeren Frauen oder bei Patienten in lebensbedrohlicher Lage. Tierkrematorium Korb startklar. Das umstrittene Kleintierkrematorium im Gewerbegebiet Unteres Gewässer in Korb steht kurz vor der Fertigstellung. Der Bau sei soweit fertig, es fehle nur noch die veterinärrechtliche Genehmigung, so der Betreiber. Nach wie vor kämpfen Anwohner mit einem Eilverfahren gegen die Inbetriebnahme, da sie einen Imageschaden in ihrer Wohngegend befürchten. Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de. Vielen Dank fürs Zuhören.